Hallöchen, liebe Modellbaufreunde, liebe Schrauberfreunde, Sebastian hier von Defma Models. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Nummer 25 für den Trabant 601 Deluxe von Hachette. Und ja, in der heutigen Ausgabe werden wir, ich muss kurz gucken, das hintere oder den hinteren Innenraumboden querstreben und Stützen einbauen. Und zwar an dem Blech, was wir in der letzten Videofolge schon angefangen haben vorzubereiten. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, über einen Daumen da oben, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und in dem Sinne, rankommen, mitschrauben. So, damit würde ich sagen, wir fangen heute mal an. Und zwar brauchen wir als erstes, mal schauen, unterscheiden die sich? Wir brauchen nämlich einen von diesen zwei Kästen. Einer ist der rechte, einer ist der linke. Aber hier steht nichts drauf, deswegen müssen wir nach der Optik gehen. Und das wäre jetzt in dem Fall dieser hier. Der, wenn ihr das so schräg in der Hand haltet, na, ob wir das heute nochmal hinkriegen hier? Also die Schräge ist jetzt hier auf der Seite, also zu meiner Linken, wo die Hand auch ist. Und dann haben wir hier vorne zwei Löcher drin und hier so eine Fräskante. Und das Teil brauchen wir als erstes. Und da soll man genau das Teil hier so oben drauf setzen. Oder ist das das Richtige? Ja, Schrauben sollen links sein. Das setzen wir da so drauf. Na, bleibt jetzt stehen da. So. Und dann sollen wir da AP-Schrauben reinmachen. So, das wäre das erste Teil. Dieselben Arbeitsschritte wiederholen wir jetzt hier bei dem anderen. Also das eine Plastikteil auch wieder hier so aufsetzen und mit zwei AP-Schrauben festmachen. So, nachdem wir die zwei jetzt vorbereitet haben, nehmen wir uns das große Blech und das neu mitgelieferte. Und das sollen wir jetzt hier mit dieser Kante voran so hier aufsetzen und mit 1, 2, 3 DP-Schrauben festmachen. Ich werde es jetzt erstmal nur hier an den Seiten fixieren. Dann kann man das Ganze nämlich in die Hand nehmen, dass man hier die ganzen feinen Teile hier nicht beschädigen und abbrechen. Das haben wir. Dann kommen jetzt die zwei Teile hier zum Einsatz. Und zwar, wenn ich das recht sehe, müssen die aufgeschraubten Winkel immer hier auf der Innenseite sein, aber die Schrägen immer
Richtung Fahrzeuginneres, also kommt entsprechend das, was ich jetzt habe, hier hin. Und das andere dann hier hin und die machen wir auf der Unterseite mit jeweils zwei BP-Schrauben hier am Modell fest. Und damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, das Blech einmal nach hinten verlängert hier mit so einer Abdeckung und dann zwei so ein, ich weiß nicht, was das jetzt genau ist, so eine, ich vermute mal, dass da die Rückbank irgendwie drauf gestützt wird oder keine Ahnung. Also ich weiß es jetzt nicht. Ne? Wir können natürlich in der Teilung gucken und der ein oder andere meint bestimmt wieder, ich habe mich jetzt schlecht vorbereitet. Mag vielleicht so sein, aber es ist ja auch nur ein Hobby. Es macht mir Spaß, nicht vorbereitet zu sein. So, also auf jeden Fall haben wir das da festgemacht und in der nächsten Folge gibt es dann gleich zwei Hefte, nämlich Ausgabe 26, 27 und da werden wir den ersten der zwei vorderen Sitze vorbereiten, sprich Sitzschale und also Sitzfläche, Rückenlehne und die werden aber noch nicht miteinander verbunden, sondern das sind dann jetzt erstmal nur jeweils die Ausgabe 26, 27, das machen wir alles zusammen. Als Doppelfolge in der nächsten, im nächsten Video. Und da würde ich euch natürlich gerne wieder begrüßen, wenn ihr mit reinschaltet. Also bis dahin, viel Spaß beim Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Defner Models.